Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe. Ich bin jetzt auch dabei. Ja, Spaß beiseite. Tatsächlich spannender Lebenslauf bisher. Ich werde übrigens 50 am 30. Oktober. Das kann man sich einen Tag vor dem Reformations 500 und so weiter, passt ganz gut zusammen. Aber da werde ich abschließend ein bisschen was zu sagen. Freut mich sehr, dass ich heute Abschied nehmen darf, gemeinsam mit meiner Familie. Mein Sohn ist auch da, von einem sehr, sehr spannenden Projekt, wie ich gleich darstellen darf. Denn die Frage, die ich euch eingestellen müsste, ist als erstes, würdet ihr euch an diesem Projekt beteiligen? Und zwar mit keinem Geld, mit null Euro Investition, mit eurem Know-how, mit dem, was ihr vorhabt. Und wie der Schlamassel dann richtig begann, das werde ich dann ausführen. Aber zunächst mal wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Unsere Ingenieure und Designer ließen sich bei der Entwicklung der Bodywhip D1 Automobili Lamborghini Edition von der Welt der Automobile inspirieren und schufen unter diesem Einfluss eine Vibrationshantel mit Energie, Leistung, Präzision und Ästhetik in Symbiose zu einem der schönsten Autos der Welt. Bodywhip D1 Automobili Lamborghini Edition. Tradition und Innovation. Made in Germany. Ja, ist ein Einstieg, oder? So einen Trailer brauchst du von deiner Firma, ist doch klar. 3,5 Millionen Investitionen in dieses Projekt. Es sind drei verschiedene Hanteln entwickelt worden. Zusammenarbeit mit Lamborghini, Marketing und Produktentwicklung haben hervorragend funktioniert. Nur was nicht funktioniert hat, war der Vertrieb und der kaufmännische Bereich. Und damit war die Investition natürlich sehr einfach. Und für mich mit 25 Jahren Vertriebserfahrung zur damaligen Zeit sehr easy natürlich ranzugehen an dieses Projekt und zu sagen, wenn da ein Vertriebler fehlt, dann bin ich genau der Richtige, weil ich habe ja 25 Jahre Finanzdienstleistung verkauft, Trepp auf, Trepp ab, 13 Filialen aufgebaut in Mitteldeutschland, war also richtig erfolgreich in dem Bereich, aber dieser Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten, den wollte ich gar nicht akzeptieren, das ist logisch, ne? Man brannte vor Energie und nach einer kurzen Auszeit, nach sehr intensiver Arbeitszeit, habe ich mir also gesagt, das ist jetzt genau das Richtige für dich. Und deswegen steigen wir mal in das Projekt richtig ein. Das wird übrigens immer besser, bevor ich dann die abschließende Frage stelle, wer sich hier noch beteiligen möchte. Es sind natürlich, da sehen Sie, Marketinginvestitionen. Wer ein Fotoshooting schon mal machen lassen hat, der weiß, A, eine Yacht zu mieten und B, aufs Meer rauszufahren und dann noch so ein Model zu nehmen, was in Deutschland heiß begehrt ist, funktioniert natürlich gut. Und das Produkt hat auch eine ganze Menge an Dingen zu bieten, die die Menschheit einfach braucht. Denn wer zum Beispiel weiß, dass Menschen immer älter werden, Mobilität suchen, der weiß, dass die Seniorengruppe, die Grauen Panther, natürlich auch unendlich viel Geld für Wellness und Gesundheit ausgeben. Und wenn man denen das erklärt, dass das den Stoffwechsel insgesamt gut in Bewegung hält, dann kann man natürlich für sich selbst realisieren, das ist nicht nur eine Zielgruppe, sondern es sind ein paar Millionen, die die Hantel schon mal kaufen können. Ja, und dann natürlich auch das Business. Auch auf dem Schreibtisch sieht die Hantel natürlich extrem gut aus. Neben dem Handy am Ohr, wo sie gerade wichtige Gespräche machen oder ihr wichtige Gespräche macht, kann man eben auch nebenbei noch die Hantel benutzen, vibriert 10 Minuten. Aber da komme ich dann gleich noch zum guten Gag, auch zu der Hantel, aber das machen wir. Da ist natürlich auch ein Riesenklientel da. Das kann man durchaus auch machen. Und jedes Fitnessstudio braucht auch Kurse und immer wieder Innovation, damit das Fitnessstudio weiterläuft. Und da ist natürlich auch ein Riesenmarkt da. In über 40 Fitnessstudios wurde das erfolgreich auch als Programm angeboten und verkauft. Das lief also gut. Und dann gab es natürlich Ehrungen und Präsente. Und ob Sie einen Red Dot Award meinen oder verschiedene andere Prämierungen, das lief also alles wunderbar. Auch Bundesliga-Vereine sind aufgesprungen auf den Zug. Das ist immer sehr einfach, dort ein paar Hantel hinterlegen und dann gibt es ein Foto und schon ist wieder Marketing. Bis zum Europameisterschaften in Polen wurde das also sehr gut vertreten. Alles ganz klasse. Aber, und das will ich natürlich auch noch sagen, der Höhepunkt war dann der Pirelli-Kalender. Der wird ja gar nicht so oft verteilt, auch nicht in Deutschland. Aber das letzte Blatt im Jahr 2015 war dann der Pirelli-Kalender. Und man achte bitte auf die Hanteln, die waren also auch dabei. Ja? So, und jetzt komme ich um die Ecke mit meinem Vertriebsneuer und sage natürlich, geil, da bin ich dabei. Wenn ich euch jetzt frage, wer von euch da mitmachen würde mit 0 Euro Investition und kann ja nicht viel schief gehen, dann ist das ganz gut. Aber wenn du einmal so ein Ding dich verliebt hast, dann ist das wirklich wie im Leben. Wenn man sich einmal verliebt hat, dann gibt man alles. Sonst ist man ja nicht richtig verliebt. Und das habe ich auch getan. Und dann ging es um den Beginn dieser ganzen Geschichte, ein Neustart sozusagen, eine Investition für mich nicht vorhanden, für die anderen schon. Ein Star-Notar aus Dresden war dort Mitgesellschafter, der Herr Böing aus Plauen
Der stammt aus der Familie Boeing. Einer der Vorfahren ist nach Amerika gegangen, hat die Flugzeuge damit entwickelt. Und der andere ist in Europa geblieben, sozusagen sein Vater, und der existiert heute noch. Aber er wurde im Laufe der Zusammenarbeit immer kleiner und immer gemeiner. Also das ist nicht gut, logischerweise. Und das ist so die erste Lehre, die ich auch gezogen habe. Wenn du so ein Projekt machst, dann brauchst du jemanden, der technisch an dieser Produktweiterentwicklung mitarbeitet. Du brauchst einen guten Kaufmann. Du brauchst jemanden, der Marketing sich auskennt und vertrieblich. Und wenn selbst das im eigenen Unternehmen nicht vorhanden ist, dann musst du dich mit Profis zusammentun, die das kompensieren können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, dass viele Startups, genau wie unsere Idee hier, deswegen nicht funktionieren. Man sieht sich ja sehr kompetent erstmal und dann kommt man zur Realität. So, und dann habe ich die anderen beiden Gesellschafter auch noch abgestoßen. Und habe gesagt, das Ding übernehme ich jetzt komplett, weil das wird so nichts mit den beiden alten Zausels dort, ne? Die haben keine Innovation, wir hatten einen Vertrieb aufgebaut deutschlandweit und der eine alte Zausel, der hat gesagt, ja, jetzt bestellen wir mal die Motoren, aber die wurden erst, die brauchen dann in Deutschland, wenn sie die herstellen lassen, 3-4 Monate, ja, da war der Vertrieb aber nicht mehr aktiv, den musstest du sozusagen wieder einstampfen, das war nicht nett, das war gemein und deswegen habe ich gesagt, die beiden brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt machen wir das allein, also einmal motiviert. Immer motiviert, aber jetzt wieder die 4 Kompetenzen kann ich allein nicht erfüllen und mein Sohn auch nicht. Und dann sind wir natürlich gut vernetzt in Leipzig und haben uns sehr schnell einen Partner gesucht. Und deswegen haben wir dann natürlich richtig Gas gegeben. Ne? Wenn Sie also die Leipziger Volkszeitung nach dem Olympiaball aufgeschlagen haben, dann sehen Sie da den Uli Wegner. Oder seht ihr den Uli Wegner? Ich habe übrigens, das sind auch Fächer, ne? Die sind durchaus für jeden zweiten gut benutzbar. Kann man auch einen Nachbarn mitschlagen, also alles, was man so machen möchte. Schlägt man also die Leipziger Volkszeitung auf, Olympiaball, dann ist man, wenn man gut vernetzt ist, eben auch auf der Titelseite mit den Hanteln und wir wollten ja richtig was bewegen und deswegen haben wir auch richtig Gas gegeben. Wir haben die DFK unterstützt. Ich will es bloß kurz zeigen, dass man sieht, also Marketing geht weiter, ne? Und da kommen die Klatscher her übrigens, das sind die Restposten, die wir heute hier verteilen, ja. Da werden Hanteln verschenkt, ist ja klar, ne, es geht einem gut. Vom Marketing her. Ja, die DFK spielt heute, glaube ich, auch. Wir drücken den Daumen von hier aus sicherlich. Also es funktioniert tatsächlich wunderbar, wenn man das gerne möchte. Und man muss das Produkt weiterentwickeln. Und jetzt kommen wir zur spannenden Stelle. Um das Produkt weiterzuentwickeln, brauchten wir ein Darlehen. Das haben wir beantragt bei der Sächsischen Aufbaubank. Schönes Konzept gemacht von Unternehmensberater und so weiter. Denn natürlich ist die Hantel sehr, ja, sagen wir mal, irgendwann überholt. Weil heute guckst du so ein technisches Gerät eben auch an und sagst, ja Moment mal, da müsste jetzt der Strom irgendwie rein. Das sollte ziemlich modern sein. Am besten die Hantel redet noch, wenn du vor dem Spiegel stehst, redet der Spiegel mit dir und so weiter. Das alles hatten wir also auf dem Plan mit einer schönen Marketingidee. Und dann wurde es sehr spannend. Weil eines Tages, wenn man 15 Jahre verheiratet ist und man sehr glücklich war aus seiner Sicht, kommt dann die Dame nach Hause und sagt, ich empfinde für dich nichts mehr. Da sagst du, Moment mal, wir haben doch jetzt hier zusammen aufgebaut alles. Wir haben 2 Kinder, die wir lieb haben und so weiter. Aber genau die Komponente habe ich nicht bedacht. Ich habe alles bedacht, aber genau die Komponente nicht. Und vermutlich ist das auch eine der ganz großen Lehren, die ich aus dem Thema gezogen habe. Das ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr passiert. Dass man eben genau den Wichtigsten an seiner Seite nie vergessen sollte. Und auch an dieser Beziehung durchaus arbeiten darf. Und das viel mehr als mit jedem Kunden und viel mehr als mit jedem Mitarbeiter, weil es einfach das Wichtigste ist. So, jetzt stehe ich vor dem Scherbenhaufen und sage mir natürlich, wie geht es jetzt weiter? Weil wer von euch mal eine Scheidung oder eine Trennung miterlebt hat, der weiß, dass das emotional natürlich einen nach unten zieht. Aber was machen wir denn jetzt mit der Hantelfirma? Das Projekt gerade hochgefahren, viel Geld ausgegeben. Und dann kommt die nächste Lehre, wenn man eine Sache nur halb macht und das macht man vielleicht 2-mal, weil man 2 Projekte gerade verfolgt, dann kommt da in der Multiplikation eben ein Viertel raus. Und das alles hat meiner Frau so nicht mehr gefallen und die hat gesagt, ich gehe einen anderen Weg und es gibt da auch keine Kompromisse. Wir können gerne mal ein bisschen Abstand nehmen, aber das hat eben nicht funktioniert, weil 3 Wochen später gab es das Endgültige aus und dann, was machst du da? Stehst du da, wie Pik 7 auf Bahnsteig 8? Und sagst, das kann alles gar nicht wahr sein. Wir haben mit so vielen Menschen über Beziehungen geredet. Wir waren Vorbild für
sehr, sehr viele Leute. Aber ja, so ist es halt, ne? Wenn man eben nicht aufpasst. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Tipp, den ich mitgeben kann. Und da kommt auch der Unternehmensberater, der uns die Hantel mal erklärt hat und gesagt hat, damit ich die Emotionen jetzt wieder ein bisschen hochheben kann, der sagt natürlich, ja, das ist ja nicht nur eine Hantel, das ist ja durchaus auch ein anderes Gerät für andere Dinge, die man so im Leben noch machen kann. Beidseitig benutzbar, ja? Also ganz ideenreich, diese Unternehmensberater. Zum falschen Zeitpunkt vermutlich der Tipp, oder? Ich weiß auch nicht. Die haben teilweise auch wirklich nur Zahlen, Daten und Fakten im Kopf, Emotionen nicht, ne? Gemein. Aber naja, was soll man machen? Das bedeutet also, Scherbenhaufen, und jetzt gab es ja mal einen Vorbesitzer dieser ganzen Geschäftsidee, und dem bin ich dran geblieben, dem bin ich treu geblieben, auch gut verblieben, weil der ist leider zum falschen Zeitpunkt damals ausgestiegen, nämlich kurz bevor wir das Ding richtig zum Fliegen bringen wollten. Und der hat gesagt, nee, auf die Crew habe ich ja keinen Bock. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich aber dran geblieben an ihm, war immer freundlich und nett. Denn als wir die ganze Ware von ihm abgeholt haben, da hat er natürlich auch Polizisten mit schusssicheren Westen auffahren lassen und all solche Dinge. Dreimal den Umzug verschoben, wir waren mit 5 LKWs jeweils da. Also ganz spannender Typ auch. Bisschen verwirrt, aber eben kreativ. Hatte keinen Vertrieb, hatte keine kaufmännischen Fähigkeiten und hat sich jetzt wieder Investoren gesucht für über 3 Millionen, die mit ihm ein anderes Produkt weiterentwickeln, und fand die Hantel gut und wollte die auch gerne zurückhaben. Und das war mein ganz großes Glück. Denn ansonsten war das Ding komplett daneben gesetzt und viel Geld von den 5 Millionen, die ich die letzten 25 Jahre verdient habe, ich sage durchaus gemeinsam mit meiner Familie, weil mir war das immer wichtig, haben wir rein investiert in das Projekt und haben mit einem blauen Auge sozusagen die Kurve gekriegt, was das Finanzielle angeht. Aber was bleibt, ist natürlich diese Narbe. Ist aber nicht schlimm. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich über ein Auge mir auch gerade noch eine private Narbe zugefügt habe, die bleibt dann tatsächlich. Einfach mal nachts gegen die Tür gelaufen. Es passieren dann viele Dinge, wo man sich einfach die Frage stellt, warum jetzt gerade ich? Das auch noch. Aber eins weiß man natürlich, und das habe ich ja selbst gelehrt, auch in vielen Seminaren, was ich auch zukünftig tun werde. Wer hinfällt, muss bloß wieder aufstehen. Und ich glaube, das ist gut gelungen, und ich glaube, dass wir da viele gute Ideen für die Zukunft auch haben. Aber ich will vielleicht nochmal die drei wichtigsten Dinge zusammenfassen. Wenn man sich auf eine Sache nicht richtig konzentriert, muss man sich nicht wundern, wenn die daneben geht. Das ist Punkt 1. Ein bisschen esoterisch werden hier der eine oder andere auch angehaucht sein. Das sieht man an den Körpermerkmalen. Bedeutet also, das Gesetz der Resonanz oder das Gesetz der Anziehung wirkt im Unternehmertum extrem. Wer nicht dran glaubt, der weiß, dass wenn man selbstverständlich an viele Dinge rangeht, ehrlich und direkt mit seinen Mitmenschen ist, dann tritt ja auch das genau ein, was man gerne möchte. Und das ist auch eine wichtige Lehre, die ich gemacht habe. Ich war sehr diplomatisch zu sehr vielen Menschen, war nett, kam überall gut an, aber das reicht eben nicht aus, um geschäftlich den Erfolg, den ich in den Finanzen hatte, zu wiederholen. Das ist in der Unternehmerwelt tatsächlich nochmal spannender, weil du eben für alles auch rechtlich gerade stehst und dann eben auch wegen Produkten verhandeln musst und all diese Dinge, Patente behaupten musst. Und vermutlich ist auch das der Grund, warum ich immer so ein bisschen Angst auch hatte, dass irgendwann aus China die Hantel dann doch anders entwickelt wird und viel preiswerter auf den Markt kommt. Und wenn man Zweifel hat, funktioniert es eben auch nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Formel 1/2 mal 1/2 hat mir sehr geholfen. Und am Ende des Tages habe ich ein altes Geheimnis wieder ausgekramt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein bisschen Mystik, aber das ist mein... ich will nicht sagen Traumbuch, aber mein Buch, wo ich immer reinschreibe abends, was ist gut gelaufen an dem Tag und was sind die Dinge, die unbedingt umgesetzt werden in den nächsten 3 Monaten. Und das jeden Tag. Und wenn man das wiederholt, dann glaubt man nicht nur dran, dann wird das auch genau Realität. Und diese Sache habe ich wieder ausgepackt, und nach dem Schock im letzten Jahr ist mir dann aufgefallen, dass in mir doch ein ganz guter Kerl steckt, ein sehr guter Unternehmer. Ich Projekte am Laufen habe, die sehr viel Potenzial haben. Und deswegen kann ich nur sagen, Fotoshooting ab, wir beginnen jetzt einfach nochmal neu. Am Montag 1200 Bilder geschossen, unter anderem, wenn man ein gutes Fotoshooting braucht, vom Bundesverwaltungsgericht kannst du einfach vorfahren. Machst dann deine Fotos und fährst wieder weg, das interessiert gar keinen Menschen. Muss bloß aufpassen, dass die drei, die da sauber machen, im Hintergrund nicht zu erkennen sind auf deinen Shootings, aber das sieht der Fotograf dann meistens. Das funktioniert also wunderbar. Ich traue mir sehr viel zu für die Zukunft. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, dass alles, was an Niederlagen erst so erschien,
bringen neue Stärken natürlich mit sich. Genau, da sind wir schon beim Thema Zeit. Auch solche Dinge entstehen einfach als Fotos und ich glaube auch im privaten Bereich kommt ein ganz gutes Bild zustande, wenn man das gerne möchte. Diesen Optimismus kann mir niemand nehmen. Man kann mir alles nehmen, aber das nicht. Und deswegen freue ich mich auf das, was passiert. Ich weiß, dass die Hantel jetzt wieder in guten Händen ist. Ob der Typ das jemals wieder auf die Reihe kriegt, bin ich mir ziemlich sicher nicht, weil er nach wie vor keinen Kaufmann und keinen Vertrieb hat. Ich hoffe, dass ein bisschen Geschichte dabei war, ein bisschen Unternehmertum. Und Emotionen sollte ich auch ein bisschen rüberbringen. Das ist mir vermutlich nur ansatzweise gelungen. Ich bin da ein sehr faktischer Mensch beim Vortrag. Und hätte ich mich noch 3 Tage länger vorbereitet, wäre das sicherlich noch etwas besser geworden. Aber ich glaube, eins teilen wir. Das ist tatsächlich der Glaube nicht nur ans Gute, sondern das Glaube an einen selbst. Sonst wärt ihr heute Abend nicht hier. Das unterscheidet uns gemeinsam. Und deswegen freue ich mich jetzt natürlich auf die Fragen und sage an der Stelle vielen Dank für das Kommen heute Abend.